Ich begrüße euch zurück zu Metal Gear Solid. Da, 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 da. Gut, keine schöne Musik dabei, dann mache ich einfach mal weiter. Wir kommen von den Baracken irgendwo hier. Bin ich rausgelaufen und befinde mich gerade, wie ich sehe, aus auf dem Weg zur nächsten Mission, nämlich den Elite-Soldaten aus diesem Bereich holen sie den Elite-Soldaten raus, 01, was auch immer das jetzt genau heißen mag. Missionsliste haben wir hier. Das eine war ja das muss eine Nebenmission sein, oder? Das ist ja unsere Hauptmission. Wir sind woanders. Ich weiß gar nicht, Elite könnte natürlich sein, dass das irgendwas ihren Vorteil bringt. Ah ja, hier sehe ich schon. Holen Sie den Elite-Soldaten raus. Den hochqualifizierten Soldaten aus den feindlichen Reihen. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir doch direkt. Vielleicht aus feindlichen Reihen, vielleicht sollte ich lieber absteigen. Macht vielleicht mehr Sinn. Mal eben gucken. Hier vor ist noch irgendein kleiner Stützpunkt, ne? Das muss ja dann der da sein. Schauen wir doch mal. Na, jetzt. Wen wir da haben. Der da oben ist natürlich fies. Der ist natürlich bescheiden. Da haben wir noch einen. Gut, spontan sehe ich jetzt 4 Leute. Darüber ist niemand. Natürlich hocke ich hier direkt in seinem Blickfeld. Das ist jetzt weniger gut. Da versuche ich mal vielleicht hier irgendwo über den Weg zu krabbeln. Krabbeln, nicht rennen. Meine. Sag mal, Junge, ist das dein Ernst? Mann, ey. Kann doch nicht dein Ernst sein, wie er hier auf dem Felsen rumrutscht. Ich glaube, der vermisst ein paar Weiber, kann das sein? Nee, noch ein weiter. Danke. Mal gucken, wie ich den da oben wegkriege. Da unten die Leute. Kein Problem, das kann ich mittlerweile. Aber hier oben. Guckt der in meine Richtung? Ah, ne, der ist lieber am Rauchen. Ja, die Frage, ob ich den irgendwie da wegkriege. Entweder weggeschossen. Oder. Ja, betäubt. Oh. Wermut, den nehme ich natürlich direkt mit. Also known as absinthium. That's used to make your phantom cigars. Wermutig, den da liegen zu lassen, nicht wahr? Ich sollte aufhören mit diesen dummen Sprüchen. Ich weiß. Da kommt einer von rechts angelaufen. Aber. Scheiße! Scheiße! Ich lern's auch einfach nicht, oder? Ach, verdammt. Egal. Komm. Ist ja nur in so eine kleine Nebenmission hier. Beziehungsweise ist ja noch nicht mal die Nebenmission. Ich glaube, ich schieße immer noch nach da hinten auf die Stelle. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin bin. Das nutze ich doch direkt aus. Ah, sie ist eingeschlafen. Nein! Nein, hallo! Wow! Lauf, 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 lauf
Gott, wie dumm war das denn? Hey, quit kidding around. Oh nein! Snake? Oh nein! Snake! Wie ich mich einfach davor geschmissen hab. Nein! Egal. Nochmal. Es war prinzipiell nicht so schlecht, glaube ich. Der Typ kommt hier runter. Hat er mich. Scheiße, ich bin hierher gerannt. Der hat mich nicht zufällig gesehen, oder? Ne, ich glaube nicht. Der geht wahrscheinlich nur mal eben aufs Klo. Ich versuche das nochmal genauso wie gerade. Bis auf das mich der eine Typ zu früh gesehen hat, war das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, jetzt komm doch nicht zu ihm hin! Super. Ah, der eine klettert wieder hoch. Я той программе «Звездные войны»? Программа «Сой». Она предполагает возможность сбивать ядерные ракеты. А почему он не боится? Он сказал, что нельзя будет сбить ракету, которая не видна на радаре. Ракета, которую не видно на радаре. Это возможно? Не смотри на меня. Но он сказал, алло? Что на родине... Sehr schön, der andere guckt nämlich den jetzt nach. Und der andere haut wieder ab. Das ist gut. Ja! Nummer 1! Ach, wisst ihr was? Ich sehe deinen Kopf nicht! Okay, der war nicht schlecht. Nein? Hallo? Steh auf! Achso, der hat schon. Der steht schon. Hoho! Na? Nein! Was? Was war das denn? Karton! Ein Pappkarton! Ach, wie geil! Was haben wir denn hier unten noch? Nachtsichtausrüstung, okay, hier haben wir dann. Weißt du, eigentlich wollte ich die Handgranate nach da oben reinwerfen. Guardpost captured. Ah, aber der war gut. He's on the brink of death. It's hard to say whether he'll survive a Fulton extraction. Hallo. If you have to extract someone who's on the verge of death, you better use the chopper. If you're gonna carry them, put him to sleep first. You won't get far if you guck mal, bei dem Typen hier vorne. Gucke mal hier vorne. Wie sieht's denn bei dem aus? Man kann aber vorher nicht sehen, wie gut er ist oder so, ne? Könnte man den nicht irgendwie so auch killen? Aber dafür hat er wahrscheinlich noch zu viel Leben, ne? Was soll denn der eine Schuss? Wo ist denn der Kopf? Bitte zeigen Sie ihm Ihren Kopf. Hallo, hat er keinen Kopf? Da! Entschuldigung, musste einmal sein. So, und jetzt weiter nach hier vorne. Gut, und hier sollen wir dann also jemanden rausholen. Hab ich mich verjagt, Alter. Das Geräusch! Hör auf damit! Ich habe gerade eben Resident Evil gezockt. Mann, da bin ich echt ein bisschen, wie soll ich sagen, reagiere ich ein bisschen empfindlich auf irgendwelche plötzlich auftauchenden Geräusche. Ihr wisst schon. Aha.
LKW. Wir haben hier das Gebiet mit dem Elite-Soldaten. Die Frage ist nur, wo der sich so findet. Das da hinten ist doch bestimmt dieser Supply Outpost. Der Außenposten. Das scheint er aber ja nicht zu sein. Sonst wäre das Gebiet ja woanders, oder? Oder ist das nur das Startgebiet? Das heißt, ich muss hier hingehen, um die Mission anzunehmen. Ja, wobei eigentlich heißt das, sie müsste doch hier irgendwo sein, ne? Ich mich mal ein bisschen um hier. Ich habe hier immer eine. Oh, da sieht mich jemand. Sniper! Ich habe den roten Punkt auch noch gesehen. Dafür war es dann leider schon zu spät. Ja, er steht einfach auf Verdacht irgendwo hin. Scheiße, ja, die sehen mich hier oben auch mal noch. Ich muss noch weiter nach hinten gehen. Jetzt stirb bloß nicht. Hallo. Was heißt rennen? So, hier dürfen die eigentlich nicht sehen. Was für ein fieser Hinterhalt! Hier sind die Kugeln um die Ohren fliegen. Gehört das noch mit zu dem Gebiet da oben? Ich treffe doch von hier aus niemals mit meinem Gewehr. Ja, ich laufe jetzt nicht rum. Ich hoffe, dass jetzt hier oben nicht noch mehr davon stehen. Oh, ich merke gerade, ich habe meine Cam überhaupt nicht an. Ach verdammt, ich habe die nicht eingesteckt. Na egal, dann diesmal ohne Cam. Habt ihr mit Sicherheit auch schon längst bemerkt. Stehen sie alle. Ich frage mich nur, ob dann da in der Nähe nicht vielleicht auch der Elite-Soldat ist. Ich meine, immerhin sind da überall. Hier sind einer von denen. Da. Natürlich, der geile Sniper da hinten. Fuck, wie komme ich denn da hin? Hintenrum oder durch den Außenposten. Fährt? Mein Düsseldorfer Pferd, die Horse. Das ging schnell. Kommt man da von links rum hin? Von da, ne? Das versuche ich. Ja. Reite vom Baum, du bist das höchste Pferd der Welt. Du hast aber. Das hat auch ein Lenkverhalten. Weiß ich nicht, wie ein Stein. Oder wie ein Stück Holz. Hey Boss, you see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Ja, später. Was mit Samen, Schafe? Oder was soll's sein? Mach ich aber später. Oh, die kommen da hinten angelaufen. Das heißt, der Typ ist jetzt alleine, oder? Der ist immer noch über mir. Direkt da oben drauf sitzt er nämlich. Na? Jetzt bewegt er sich auch noch.
weiß nicht, ob ich getroffen habe oder nicht. Gut, ich muss also doch hier hinten rum, um da hochzukommen anscheinend. Jetzt sind eigentlich die anderen Leute schon da. Und er sitzt da oben immer noch. Ziemlich wach. Jetzt läuft auf jeden Fall auch los. Jetzt ist er eingeschlafen. Ja! Nein, du sollst noch nicht jetzt. Hallo! Mir ist auf jeden Fall gerade egal. Hauptsache, ich kill auch noch den anderen vielleicht. Ich bin immer einmal eine Millisekunde zu früh. Okay. 90%, wenn das jetzt schief geht, ist eure Schuld und ich meine. Oha! Oha! Geil! Und auch einen Erfolg durchgeführt. Schließen Sie eine Nebenoperation ab. Ja gut, da ich nicht hauptberuflich Arzt bin, schließe ich selten Operationen ab. Der war schon wieder schlecht, ich weiß. Komm, zack, zack. Mr. Horse, kommen Sie her. Ah, von da kommt er. Okay. Kurze Frage, habe ich jetzt... Also ich kann jetzt nicht mein Herr wechseln, ne? Schön. Muss man einmal ganz kurz ausprobieren. Aha. Schön, gefällt mir. Sniper. Egal, ab aufs Pferd. Und... Ich weiß gar nicht, wohin soll man als nächstes? Moment, wir können noch irgendwas an der Mother Base machen. Mother Base, ne? Kennt ihr? Waffen und Gegenstände? Please specify a project. Yeah, please specify. Ja, tu ich. Normale Mündung und Zielfernrohr sowjetisch. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ist das unser eigenes? Oder ist das hier... Ne, das ist das, was wir haben, ne? Das UN-Gewehr, oder? Das heißt, ich kann da einen Scharfschützenschaft anbringen, oder wie sehe ich das? Moment. Achso, ja, nein. Vielleicht war es auch nicht. Tut mir leid. Ich bin immer noch am Lernen. Nein. Nein, ich wollte noch weiter gucken. Jetzt lädt er wieder neu das ganze Menü. Ja, stimmt, ich wollte eigentlich nachgucken, was wir für ein Sturmgewehr haben. Wir haben das AMMRS4. Okay. Das ist das Renov, das ist das Scharfschützengewehr, das wir eben gefunden haben. Wobei müsste bei unserer Waffe nicht eigentlich auch ausgerüstet mit dabei stehen? Vielleicht können wir die auch gar nicht aufwerten, das weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall können wir die hier alle anscheinend machen. Was kostet uns das? Also nein, nein, keinen Abwurf. Ich wollte... Das können wir noch nicht. Das sind die Entwicklungen, ne? Burghoff-Pistole. Das sind alle die wir anscheinend machen können. Fangkäfig. Ja, will ich haben. Brauchen wir für die Mission. Ja, möchte ich auch haben. Place? Yes, here, place. Entschuldigung. Ich finde die Stimme klasse. Ne?
drop complete. Ey, was? Hallo? Sie haben mein Pferd gerade erschlagen. Leute, was ist denn da los? Entschuldigung, ich finde das gerade göttlich, ey. Ah, das ist schön. Das ist Fangkäfig. Okay. Hat er erstmal mein Pferd umgebettet. Wild animals have all kinds of habitats. Try placing cages in a variety of places. Ja. You can check the animals list on your iDroid to see which animals have been extracted. Okay, Gegenfrage, welche soll ich denn? Nein, Moment. Nebenmission. Dolmetscher herausholen. Das tue ich nicht. Please select a mission. Hatte der nicht gesagt, ich sollte hier reinfahren? Hat er gesagt oder nicht? Egal, pass mal auf. Pass mal auf hier. Wo war das? Da. So, niemand wird ihn da vermuten. Ich hoffe, man sieht jetzt auch irgendwas. Pferd, komm her. Wobei, der hat mal gesagt, dass sich die andere Einheit um den Rest kümmert. Ich denke mal eher, dass man nicht so viel sehen wird. Der war das auch schon zu weit weg. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp! Schade nicht, schade. Ich dachte, ich hätte ihn ja mal einfach erschießen können. So, auf jeden Fall, dann kümmern wir uns mal um die nächste Mission hier. Please select a mission. Wo bin ich denn gerade? Nein, Ian. Ich bin doch da oben, ne? Dann könnte ich doch eigentlich direkt diese Mission annehmen. Mission accepted. The map has been updated. Und einfach mal hinlaufen. Oder hinreiten, besser gesagt. Das sind dann nur 2 Kilometer. Sollte mit dem Pferd relativ schnell gehen. Oh. Denn ist der LK. Hallo Pferd! Stehen. Ich mag das Pferd total. Nicht. Dann reagiert er so, wie das andere Pferd auch reagieren würde. Das ist mir schon klar. Ich meine, von Plötzlich sind wir auch nichts anderes gewohnt. Und ich muss sowieso manchmal eben wieder ins Gebüsch schlagen, weil dort oben ein Außenposten ist. Jawohl, mit einer Wache schon mal. Den Rest sehe ich leider von hier aus nicht. Ah, jetzt auf jeden Fall viel, viel mehr. Ein Stückchen näher ran. Vier. Es sind immer 4, kann das sein? Wir sind jetzt so anfangs. Schön. Na, Sniper habe ich leider zu wenig Munition für. Nein! Bleib oben! Versuch mal kurz wegzurobben hier. Ich mach's mal lieber, glaube ich, von der anderen Seite.
nebenbei, welche von denen ist eigentlich unsere Mission? Denn ich bin 3 angezeigt. Kümmern wir uns gleich mal drum. Ich weiß nicht, ob das klappt. Na, kommt der eine näher? Nee. Also, der hat zwar irgendwas gemerkt, ist ihm aber eigentlich scheißegal. Ja, der ist ja weg. Oh, oh, jetzt muss ich mich mal um den da hinten noch kümmern. Jetzt kommt der gerade, das ist auch doof. Aber er biegt ab. Nein, 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 dreh ich mich um. Ist er alle so bescheiden? Ich fahr das nicht. Das ist nicht nur ganz alleine einfach umgefallen. Jo, kannst du mich glauben, ne? Ich würde niemals dich anlügen tun. Du schießt hier dein Magazin lernen, nicht ich mein. Scheiße! Guardpost captured. Höh, dann kommt er zurück! Warte mal, einmal Spaß halber. Nein, zu spät! Ja, komm schon! Oh, göttlich! Danke! Schön! Nein! Oh! Verdammt! Egal, wir haben ihn ausgeschossen. Zwei, so. Ah, wo sind wir denn? Da. Achso, Missionsstartpunkt. Achso, machen wir nicht mehr in der Folge. Ich merke gerade, Leute, wir haben 30 Minuten erreicht. Ungefähr. Nicht ganz, aber knapp. Von daher verabschiede ich mich an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zusehen. Und beim nächsten Mal machen wir dann mit der anderen Mission weiter. Oder beginnen die neue Mission, vielmehr gesagt. Da haben wir auch schon wieder den, das was dann die Mission mit dem Dolmetscher, den können wir auch hinterher machen. Oder ist das die Mission? Nee. Ist egal, bis zum nächsten Mal. Euer Nordoron. Ciao.